Und hiermit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Paper Mario, die Legende vom Äonentor. Bevor wir in den Bosskampf gehen, möchte ich gerne wissen, was Gumbaria sagt. Gumbaria? Die Gumbaria? Ich weiß es nicht mehr. Peinlich. Gumbrina. Gumbrina, Gumbaria war, glaube ich, die aus dem ersten Teil. Okay, Gumbrina, sorry, dass ich dich verwechselt habe. Was sagst du denn zu dem Örtchen hier? Mario, schau mal, ich kann mit meiner Hand fast den Himmel berühren. Wenn ich von hier aus auf die Landschaft hinabziehe, oh Gott, mir wird richtig schwindelig. Also los, gehen wir zum Bosskampf. Und hauen den Drachen eins auf die Latz. Was wollt ihr hier? Wieso seid ihr nun alle hinter meinem Schatz her? Mann, kriegt ihr denn nie genug? Was seid ihr für Narren, mich besiegen zu wollen? Und dann solche Witzdinge, ihr seid ja nicht viel mehr als ein kleiner Imbiss. Aber eure Füße riechen, als wären sie im eigenen Saft gedünstet. Lecker. Haben Sie einen Fußfetisch? Ich werde erst eure Füße ablecken. Hilfe? Dann röste ich euch und dann... Wenn man das mit den Füßen ableckt, bitte überspringen. Ich möchte das nämlich nicht. Mario says no. Oh, volles Publikum hier. Sei für ein Imbiss. Wen soll ich zuerst anknabbern? Flucht in diesem Kampf nicht möglich. Einmal bitte scannen. Das ist Logart. Maximale KP 20, Angriffskraft 5, Verteidigung 1. Logart beherrscht Stampf- und Beißattacken und sie kann auch Feuer speien. Sie ist hinterlistig und versucht dich zu betrügen, wenn du sie in die Enge treibst. Aber sie hat panische Angst vor einem Tier, das mit F anfängt und mit Sch endet. Es gibt einen Ohren, der damit zu tun hat. Hast du ihn schon gefunden? Ja, das habe ich in der Tat. Igitt, da quackt ja ein Frosch. Oh, wieso habt ihr das gewusst? Oh, sofort aufhören. Ich ekel mich vor Frischen, seit ich mich mal in einem verschluckt habe. Oh, ich muss nur dieses Quacken hören, sonst fühle ich mich ganz schwach. Oh, dafür, dass geblockt wird. Halleluja. Dann machen wir mal eine Kopfnuss. Und du kannst noch mal einen Hammer machen. Oh, meine Kraft lässt nach. Oh, sorry. Sorry. Gumbaria. Ja. Nochmal. Oh, null Schaden, nett. Ich glaube, ich tausche mal besser. Dann mache ich nochmal einen Powerhauer. Oh Mist, total vermasselt. Oh, in der nächsten Runde war es das ja schon. Na, ein Schaden, das geht ja voll klar. Hier steht ja recht. So, das kann ich auch mit dem normalen Hammer jetzt machen. Was soll das? Warte halt, ich kapituliere. Oh, ich bin auch wieder ganz schön brav, aber hab Erbarmen. Also gut. Du hast gewonnen. Du sollst 10.000 Münzen bekommen. Na, wie ist das? Vergiss es.
Du willst also keine Münzen? Dann sollst du einen Orden aus meinem Schatz haben. Ein wirklich seltenes Stück. Diesen Orden kannst du nur hier und jetzt bekommen. Na, wie gefällt dir es? Vergiss es. Gut, dann darfst du an meinen Schweißklauen riechen. Du willst doch bestimmt den exquisiten, würzigen Duft meiner Klauen kennenlernen. Igitt, niemals. Nur mal ganz kurz schnüffeln. Oh, was für ein misstrauischer kleiner Giftzwerg. Dabei ist Vertrauen doch so wichtig in der Welt. Oh, jetzt hilft nur noch. Er hat die Toads gefressen. No. Wie schrecklich. Oh, jetzt fühle ich mich wieder kräftig. Unerhört. Lass sie uns fertig machen, Mario. Ja, bitteschön. Oh, dieses Quark macht mich so unglaublich schwach. Retten wir die Tots. Ich weiß da nie, wann ich blocken muss. Aber ich habe ja eh genug KP. Aber ich, oh, Schimpf und Schmach. Abschlussbonus. Mario geschafft. Jetzt müssen wir nur noch den Sternjuwel finden. Endlich wieder in der Luft. Aber? Vater? Oh, das ist doch mein kleiner Kubio. Kommt mir so vor, als wärst du ziemlich gewachsen in letzter Zeit. Ziemlich gewachsen? Was meinst du? Und überhaupt, wo hast du die ganze Zeit gesteckt? Nun, auf meiner Jagd nach Logard bin ich bis hierher gekommen. Ich hatte sie fast besiegt, aber Logard hat mich überlistet und gefressen. 10 Jahre habe ich in ihren Wanz zerbracht, im Schutz meines Panzers. Aber jetzt bin ich ja endlich wieder frei. Eine Frage. Wenn du 10 Jahre in ihrem Bauch warst, was hast du in der Zeit gegessen? Wenn sie andere Koopas frisst, hast du... Ich möchte die Antwort gar nicht wissen. Also wirklich, was haben wir uns für Sorgen gemacht? Wir hatten alle gedacht, du wärst schon lange tot. Naja, aber Hauptsache ich lebe und wir sehen uns wieder. Übrigens, Kubio, was machst du eigentlich an einem Ort wie diesen? Also wirklich, mein Vater. Ich bin hier, um Logard zu töten und das Dorf zu befreien, was denn sonst? Und dann ist da noch Mario, er ist auf der Suche nach dem Sternjuwel. Das Sternjuwel? Ist das vielleicht dieses kleine Steinchen hier? Was ist denn das? Das habe ich in Logards Bauch gefunden. Es sah aus wie ein letztes Souvenir. Und das... Das habt ihr also gesucht? Das passt ja wunderbar. Hier für dich. Du musst dich nicht genieren. Du bist Kubios Freund. Also nimm schon. Du erhältst ein Sternjuwel. Deine Sternenergie beträgt jetzt 2. Mario lernt die Sternattacke Maxi-Beben. Kapitel Ende. Nein, geschafft. Ich fand Kapitel Ende epischer. Nach dem Sieg über Logard fand Mario in der Burg ein Sternjuwel. Und mit dem Sieg über Logard kehrte der Frieden nach Blütenweiler zurück. Auch Kubio war glücklich, seinen totgeglaubten Vater wiedersehen zu können. Nur Prinzessin Peach bleibt weiter verschwunden. Wo mag sie nur sein? Nun...
Marios Abenteuer hat gerade erst begonnen. Wollte schon gerade sagen, gibt es wieder ein Zwischenkapitel mit Peach? Oh nein, Peach wurde gefangen genommen. Herr General, wir haben Prinzessin Peach. Also, es wird Zeit, dass du uns sagst, wo diese Karte ist. Prinzessin Peach. Wie oft soll ich dir noch sagen, dass ich nicht weiß, wovon du redest? Sinnlos zu leugnen, wir wissen, dass du die Karte hast. Sag, was du weißt, das ist besser für dich. Wir, Fuzionen, sind nicht gerade geduldig. Herr General, bitte um Erlaubnis, Bericht erstatten zu dürfen. Was gibt's? Logat Stjernway wurde von einer unbekannten Person entwendet. Was? Ist etwa noch jemand hinter dem Sternjuwelen her? Und hat dieser jemand sogar Logat besiegt? Jawohl, wir haben hier einen präzisen Bericht. Die fragliche Person ist ein Bartträger mit roter Mütze und blauer Latzhose. Mario. Mario? Ups. So. Mario. Peach, danke schön. Warum hast du das gemacht? Na gut, über diesen Mario wirst du uns auch noch berichten. Wachen, bringt die Prinzessin zurück in ihr Zimmer. Zu Befehl. Aber pass auf, Wasser schätzt ja nicht so grob an. Zu Befehl. Zumindest tragen sie nicht so, dass sie da in ihr Ohr gucken kann. Also, Kruzillus. Wenn dieser Mario die Karte hat, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er auch im Wunderwald auftaucht. Du musst ihm unbedingt zuvorkommen und das Sternjuwel zuerst finden. Verstanden. Zu Befehl, Herr General. X aus Ende. Ich frage mich, ob Godzillus allein der Sache gewachsen ist. Hey, du da. Sie haben gerufen, mein General. Bring mir das Schattentrio. Das Schattentrio? Aber die sind doch... Egal, ruf sie. Sofort. Zu Befehl. X Ende. Du suchst uns? Hier sind wir schon. Und? Hat die Prinzessin dir verraten, wo die Karte ist? Sei lieber ruhig, Brunhilda. Nur weil ihr Peach damals nicht geschnappt habt, konnte sie die Karte diesem mysteriösen Mario geben. War völlig unmöglich. Da waren zu viele Leute. Außerdem kam noch ihr Begleiter, dieser komische Alte. Aber wie wäre es, wenn wir diesen Mario erledigen und dir die Karte bringen? Ich bitte darum, für unsere Pläne ist die Karte unentbehrlich. Meine Untergebenen werden euch die notwendigen Infos über Mario geben. Also gut, Brunhilda, ihr werdet ihn also fertig machen. Wir werden hier bald erfreuliches berichten. Also gehen wir, Roberta, Barbara. Barbara. Boah, toll, TikTok habe ich fertig gemacht. An die Arbeit. Barbara. Babombast. Oh nein, schon wieder gefangen. Mario und Toswurst werden sich sicher sorgen. Aber wo bin ich nur hier? Wenn ich die beiden doch wissen lassen, dass ich gefangen gehalten werde. Oh mein Gott, wir können jetzt wieder Prinzessin Peach steuern und ich kann kaum was machen. Ja, Hauptsache, ich kann meinen Besen ansehen.
Okay, ich kann mich zumindest schon mal verstecken. Es ist weicher als erwartet. So werde ich immerhin bequem schlafen. Ich mal links durch die Tür. Ich kann mir einfach alles ansehen. Sieht ganz frisch und sauber aus. Das hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut. Oha, da hat ja jemand aber penibel sauber gemacht. Ob ich das wohl benutzen darf? Ich schau schon weg. Das hat gut getan. Meine Prinzessin Peach hat jetzt eine andere Frisur. Oh, das ging schnell weg. Dann gehen wir hier lang. Die Tür scheint abgeschlossen zu sein. Was war das? Die Tür hat sich ja von selbst geöffnet. Mysteriös. Niemand da, oder? Hallo? Scheint nicht zu funktionieren. Seltsam. Wir gehen einfach rein. Was soll schon dabei schief gehen? Guten Tag, Peach. Wer war das? Woher kam das? Ich bin direkt vor dir. Ich bin der Hauptcomputer, TechX. Nenn mich einfach Tech. General Crucius schuf mich. Ich bin der klügste Computer des Universums. General Crucius? Das war sicher dieser böse Kerl von vorhin. General Crucius ist nicht böse. Er ist großartig. Diesen Eindruck hatte ich nicht. Aber weshalb hast du mich hierher kommen lassen? Dein Anblick hat eine Störung verursacht. Meine Funktionen sind außer Kontrolle. Ich drohe zu überhitzen. Unverständliche Signale durchströmen mich. Das ist ein neuer Impuls. Noch seltsamer ist, Berechnungen ergaben, dass ich dich ansehen und kennenlernen will. Ursache unbekannt. Als perfekter Computer muss ich irgendwie die Ursache dieser Störung finden. Daher rief ich dich zu mir. Mich ansehen? Mich kennenlernen? Du bist vielleicht... Nein, das kann nicht sein. Du bist doch nur ein Computer. Was ist mit mir passiert? Sag mir bitte, was du darüber weißt. Nein, so etwas... Also... Ich kann das nicht sagen. Bitte sag es mir. Ich bin der beste Computer der Welt. Es darf nichts geben, das ich nicht verstehe. Aber so etwas... Du bist vielleicht... verliebt... in mich. Verliebt? Liebe? Unbekannt. Du kennst keine Liebe? Liebe ist... Du willst immer mit einer Person zusammen sein. Es macht dich froh zu sehen, dass sie glücklich ist und Spaß hat. Du möchtest ihr beistehen, wenn es ihr schlecht geht. Glücklich? Was? Definition dieser Worte ist unbekannt. Unmöglich. Dass ich als perfekter Computer etwas nicht begreife. Begreifen kann man das wohl nicht. Prinzessin Peach, Begriff Liebe bitte näher erläutern. Was? Was ist auf einmal mit dir los?
Es darf nichts geben, das ich nicht begreifen kann. Er bitte deshalb Hilfe beim Verständnis des Begriffs Liebe. Biete dafür Erfüllung eines Wunsches, soweit es in meiner Macht liegt. Hilfe bei Flucht kann natürlich nicht gewährt werden. Was redest du da? Ihr habt mich einfach gefangen genommen. Und jetzt werde ich hierher zitiert und soll dir erklären, was Liebe ist? Da muss ich mir gut überlegen, selbst wenn du mir hilfst. Verzögerung akzeptiert. Sofortige Antwort nicht erforderlich. Verständnis der Liebe ist jedoch unabdingbar. Pick muss ein perfekter Computer sein. Werde dir einen Wunsch erfüllen, wenn du mir dabei hilfst. Frage verstanden? Bitte Wunsch benennen. Darf ich wirklich etwas wünschen? Dann könnte ich jemanden eine Nachricht übermitteln, so schnell wie möglich? Einverstanden. Kommunikationsfunktion ermöglicht weltweites Senden von Mails. Erlaubnis zur Anwendung der Mail-Funktion erteilt. Bitte mit Tastatur, Empfänger und Nachricht eingeben. Hier, oder? Gut, ich schreibe etwas. Fertig, kannst du das abschicken? Nachricht verschickt. Heute kannst du in dein Zimmer zurückgehen. Ich rufe dich, wenn ich wieder Fragen habe. Also dann, gute Nacht. Gute Nacht, Peach. Jetzt gehen wir zu Bowser. Platz da, Herr Wichter, es ist Zeit für meinen Auftritt. Aber ich frage mich, wieso Kami Koopa mich wohl gerufen hat. Euer Finsterkeit, Kami Koopa wird jeden Augenblick hier sein. Ich bitte um Vergebung, aber würdet ihr wohl so lange am Ende des Saals warten? Oh, ich kann Feuer spucken. Geil. Brennet nieder. Brennet alle nieder. Warum brennst du nicht? So. Perfekt. Ein rundum gelungenes Kunstwerk. Wenn ich erst die Welt erobert habe, werde diese Statue überall stehen. Brenne. Sagte Brenne. Du sollst auch brennen. Und ihr auch. Und du das auch nicht. Ach Mist. So weit bewegt. Seid mir gegrüßt, euer Schreckhaftigkeit. Verzeiht, dass ich euch habe warten lassen. Es war eine lange Reise. Kami Koopa, du alte Hexe. Sag schnell, warum wolltest du mich sprechen? Bleibt bitte ganz ruhig, euer Rastlosigkeit. Also, unser Freund Mario wurde angeblich in Rohlingen gesehen, so hört man. Was? Was interessiert mich, was dieser Mario treibt? Und du wagst es mich wegen so einer Lappalie zu stören? Lappalie, Lappalie. Hört mir zu, Bowser. Man sagt, Mario ist auf der Suche nach einem Schatz. Ein Schatz, sagst du? Er sucht wohl nach den Sternjuwelen, sternförmige Edelsteine, so sagt man. Ich versuche gerade etwas über diese Steine herauszufinden, aber ich vermute, sie sind ziemlich wertvoll. Deren Juwelen? Die sollte ich mir krallen, wenn sie mir zur Weltherrschaft verhelfen können. Halte mich über den Fortschritt der Untersuchung auf den Laufenden. Sehr wohl, verlasst euch auf mich. Euer Vollschlankigkeit, mögt ihr eigentlich Rührei? Lecker. Ich liebe Rühreier, aber warum fragst du? Nun, die Landschaft im Feuertal ist einfach unvergleichlich schön. Und so dachte ich mir, wir könnten dort alle zusammen ein Picknick machen. Es wäre mir eine Ehre, euch dazu begrüßen zu dürfen, euer Maßlosigkeit. Dumpfnuss.
Das ist nicht die Situation für ein Picknick. Mit solchen Untergebenen werde ich nie die Weltherrschaft erlangen. Aber beruhigt euch doch, euer Reizhaftigkeit. Was ist denn? Was? Ist das wahr? Euer Jähzornigkeit, es ist etwas Furchtbares passiert. Razzett und Peach ist in Rohlingen entführt worden. Was? Bist du ganz sicher? Wer wagt es? Oh, diese Rohlinge. Ein Rohlinger, ne? Einzelheiten sind mir noch nicht bekannt, aber meine Untergebenen führen im Augenblick genaue Untersuchungen durch. Sicher ist ebenfalls, dass Prinzessin Peach entführt wurde. Prinzessin Peach über meinen Kopf hinweg zu entführen. Niemals unter keinen Umständen kann ich so etwas zulassen. Wir müssen sofort los, auf nach Rohlingen. Wir müssen Peach retten, nur damit ich sie dann entführen kann. Und ab durch die Wand. Euer Waghalsigkeit, so wartet doch. Bleiben Sie doch hier. Okay, jetzt sind wir wieder bei Mario. Gut. Speichern, dankeschön. Mit ganz viele Speicherpunkte hier. Pupio, du willst also mit Mario auf Wanderschaft gehen? Ja, Vater. Ich will mit Mario zusammen dieses Abenteuer fortsetzen. Und ich will ein starker Koopa werden, so wie du, Vater. Gut gesprochen, du bist eben ganz mein Sohn. Vergiss nur eins nicht. Du bist mein Sohn, Pupio. Und ich bin dein Vater. Pupio, ich werde auf dich warten. Ich werde warten, bis du als gereifter Koopa zu mir zurückkehrst. Denk daran. Du kannst immer hierher kommen, wenn du etwas brauchst. Nur keine falsche Bescheidenheit. Schließlich ist dieses Dorf deine Heimat. Danke, vielen Dank. Aber jetzt müssen wir los, das Abenteuer ruft. Ich bin soweit, Mario. Wohin geht die Reise? Lass uns zunächst einmal nach Rohlingen zurück. Erinnerst du dich, Mario? Der Besitzer der magischen Karte hatte dies vor dem Äonentor in die Höhe. Sodann werden die Sterne ihm den Weg zu den Sternjuwelen weisen. Es gibt noch eine Fortsetzung zu diesem Spruch. Ein Juwel zeigt den Weg zum nächsten Sternjuwel, so ist es überliefert. Wenn wir also mit den Sternjuwelen zum großen Tor zurückgehen, werden wir dann auf der magischen Karte sehen, wo das nächste Sternjuwel ist? Ja, das muss es sein. Los, lass uns gehen! Erstmal hole ich den Orden hier oben ab. Wenn wir schon hier sind. Kampfrau Spee erhalten. Sinken die KP deines Partners auf 1, erhöht sich deine Angriffskraft um 5. Gut, aber dann würde ich mal an dieser Stelle sagen, machen wir eine Pause. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Let's Play Paper Mario, die Legende vom Äonentor. Bis dahin, tüdelü.